Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Wir stehen vor dem fünften Attentat, welches wir, wenn alles nach Plan verläuft, auch in dieser Folge durchführen werden. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zum Assassinenbüro, um dem Rafik unsere Infos mitzuteilen. Was zur... Scheint in Eile zu sein. Gehen wir halt erst hier lang, wenn wir da vorne nicht herkommen. Lasst mir... Ja, natürlich. Ein durchtrainierter Assassine kommt zu Fall durch zwei Zivilisten. Schlagzeile morgen in der Bild. Ja, warum auch dann als... Ja, das KI-unterstützte Klettern wohl erst in den anderen Teilen besser. Also wo ich ein paar... Die neueren... Ich hab's ja... Hat die neueren meistens so für 10 Minuten oder so angespielt. Da war das Klettern... Ja, genau. Da war die KI des Kletterns teils doch erheblich besser. Aber gut, ist ja auch der erste Teil, ne? Wir wollen ja nicht... Zutritt verboten! Lass mich in Ruhe. Und da sind wir schon. Alter, ihr. Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er hat erregt gesagt. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ob wir die wirklich so befreien? Zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gerichtsabschluss. So, yo. Dann wollen wir mal los. Anschlag, nachdem sich Wilhelm und König Richard getroffen haben. Hallo? Kann er sich mal hier... Achso. Ich war an der falschen Seite. Okay. 300. Oh, das ist ganz schön... Ganz schön weit. Oh, ich bin aber nicht das erste Mal hier. Ich sollte echt aufhören, mit den NPCs hier zu reden. Aber wenn man solche Sprüche hier von diesen Klugscheißern, ne, genau euch meine ich, reingeworfen kriegt, dann muss man das einfach mal machen. Ja, und ja, ja, jetzt hier attackiert den Verrückten. Nee, aber sobald ich den jetzt angreifen würde, wäre ich derjenige, der attackiert werden würde. Ja, komm. Gehen wir doch über die Dächer. Ha, eine Templerflagge, ohne sie zu sehen. Das Luftattentat gibt es im ersten Teil noch gar nicht, ne? Ah, wir sind auf einem guten Weg. Die Fahne nehmen wir auch noch mit. Okay, ich muss hier wohl schon runter.
Da ist er! Gebietet ihn ein! Natürlich. Das ist nicht mir, du Narr! Das ist nicht mir, du Narr! Kannst nicht siegen! Ich bin ja überlegen, ob ich mich jetzt töten lasse. Hätte ich das gewusst, wäre ich sofort hier lang gelaufen, ohne. An der Seite kann man hoch. 3000 Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ja. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Seine Zitadelle. Was bist du, ein Mann oder eine Maus? Dann gucken wir mal. Okay. Da sind seine Bogenschützen. Okay. Und hier sind Gelehrte. Wir gucken mal, wo die uns hinführen. Würde mich mal interessieren, ob die uns zu Wilhelm bringen. Ja, Wilhelm und Richard, die können sich beide nicht so wirklich auf den Pelz gucken. Und ich glaube auch, dass Wilhelm in seinen Aktionen schon eigentlich den Tod von König Richard mit einplant. Weil wir wissen ja, die Templer versuchen, eine neue Welt aufzubauen. Genauso wie die Assassinen eigentlich. Und ja, König Richard soll wohl kein Teil dieser neuen Welt sein. Wir kommen näher. Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben.
Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Mein Herr. Was? Fuck. Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt, eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Ja, es wird immer deutlicher, alter ihr. Aber gut, Willem von Montferrat. Montferrat. Na, Kacke. Fuck. Lauf doch! Mann! Ey. Nein, nicht kämpfen! Du Idiote! Nein, alleine durch diese Dreckssteuerung, durch diese KI-gesteuerte Kletterphysik, die keine ist. Oh, richtig geil. Danke. Nimm doch das Schwert weg! Du sollst das Schwert wegnehmen. Boah. Boah, nee. Man kann nicht frei rennen. Es heißt, man könnte frei klettern und den ganzen Rotz. Nee, kann man eben nicht. Wie kann ein Bogenschütze genauso gut sein wie jemand mit einem Schwert? Nicht dein Kampf!
Nein. Ficken, ich wollte mich hier... Nicht klettern. Och, was soll das denn? Ich weiß, ich mecker viel, aber... Geh doch hier dran vorbei. Natürlich kletter auf Sachen, die nicht notwendig sind. Hoch, hoch, hoch. Da bin ich zwar auch vorhin schon drüber gekommen. Ist mir jetzt egal. Da hat das Steuern gut geklappt. Boah, was eine... Ich denke es nicht nur, ich weiß es. Nicht klettern, Alter, ihr hier dran vorbei. Es ist echt recht hackig. Recht hackelig. Das ist, wenn man am Sprinten ist, ist die Steuerung ein bisschen hackelig. Dann kann man nicht wirklich 360 Grad laufen. Also 360 Grad wenden etc. Ja, es war klar. Aber man kann sich ja hier auch nicht verkleiden oder so. Geh doch schneller, schneller. Boah, ja, genau. Ja, richtig clever. Richtig clever da. Boah, hallo. Springen! Nicht. Was ist bei diesem Herren? Ernsthaft. Also, wenn man auf der Flucht ist, kann das sehr, sehr hektisch werden, Leute. Ich gebe mir da auch nicht. Hallo, was ist denn jetzt? Oh, geh doch da raus. Wer will denn auf diesem Drecks. Hier auf diesen Sims da. Stehen, Mann. Mann. Alles scheiße, ey. Nee. Ich gebe mir da auch ruhig selber die Schuld, dass ich ja teilweise zu hektisch agiere, aber. Na. Nein. Nein. Oh, fuck, da vorne ist schon wieder einer. Schlimmer als die GEZ. Geh doch hoch. Da hält er sich. Anstelle sich jetzt da an diesem Balken dann festzuhalten, hält er sich an der Kante da fest. Ja, das ist ja, wenn es KI gesteuert ist und die KI nun mal noch nicht wirklich ausgereift ist. Ne, was? Wollte ich nicht rein? Ja, jetzt kommen die... Boah, komm, geh da runter. Jesus. Boah. Hallo. Was führt euch hier? Wilhelm von Montferrat ist tot. Und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad, aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualem besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich sage, er sieht eigentlich einen Blinder mit dem Krückstock, dass das hier alles irgendwie
nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber gut, lassen wir Al-Mualim sprechen. Achso, natürlich vorspulen. Was will ich in dieser Stadt? Jeder will mich töten. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Alter ihr, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Alter ihr, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist... So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Alter ihr, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Ja. Genetzt, alter Mann! Genetzt! Was hab ich denn jetzt bekommen? Extra Wurfmesser, sie können im Hof trainieren. Finde ich gut. Ich hoffe, dass der mich jetzt aber in Ruhe lässt. Oh Gott sei Dank, er lässt mich in Ruhe. Ja Leute, wir sind mit dem fünften Attentat fertig. Und wir wurden nun endlich eingeweiht. Alle Leute, die wir getötet haben, sind Templer. Gut, von dem bin ich eigentlich von Anfang an ausgegangen. Aber gut, jetzt haben wir auch offiziell... Jetzt haben wir offiziell auch die Bestätigung von Al-Mualim. Was es mit dem Schatz auf sich hat, das sollen wir erst später erfahren. Hast du kein Gesicht? Hallo? Ach so, ja, okay. Gut, an der Stelle mache ich einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns nach Jerusalem aufmachen. Bis dahin, tschüss!